Also der Wieselburger Adventmarkt ist aus dem Grund so einzigartig. Erstens, weil er im wunderschönen Ambiente hier vom Schlosspark stattfindet, toll dekoriert ist. Man sieht es an der Beleuchtung, was wir hier haben. Und zum anderen, weil wir an allen vier Wochenenden geöffnet haben, jeden Samstag, jeden Sonntag, jeweils von 15 bis 20 Uhr. Und noch dazu kommt für unsere Kinder, für die ganze Glänzen, haben ein ganz ein tolles Programm. Das ist das sogenannte Sternenhaus. Im Sternenhaus gibt es eine eigene Kinderweihnacht, wo auch an jedem Öffnungstag jeweils um 16 Uhr bis 17 Uhr eine eigene Vorstellung stattfindet. Da kommt als Besuch zum Beispiel der Kasperl, da kommen die Bremer Stadtmusikanten, der Froschkönig, es gibt eine interaktive Zaubershow und, und. Also liebe Eltern, ich kann euch alle nur einladen, kommt mit euren Kindern vorbei. Es ist wunderbar, hier in Wieselburg am Adventmarkt zu sein. Und es gibt auch eine wunderbare Kunsthandwerkausstellung. Wir haben 10 Kunsthandwerker hier, zum Beispiel mit wunderschönen selbstgemachten Krippel, die es hier auch zum Kaufen gibt. Selbstgemachte Marmelade, Gewürze, Schnäpse. Also das ganze breite Angebot, was man eigentlich hier bei uns in Wieselburg erstehen kann. Zum einen gibt es hier einen Kasperl, der absolut sehenswert ist, der das richtig gut macht. Und zum anderen gibt es hier Zuckerwatte und Süßigkeiten für die Kinder. Weil einfach die Stimmung super ist. Weil die Musik super ist, die Stimmung super ist und der Glühmust schmeckt auch fantastisch. Der rote Glühmust und die Beleuchtung und einfach die Atmosphäre ist super. Da gibt es den besten Glühwein beim SCW-Standl. Gute Schmankerl, nette Leute und einfach, ja, die Beleuchtung ist auch Wahnsinn. Also ein Muss zum Herkommen. Wir klemmen die Kartoffel hier ein, das ist eine Konstruktion von dem Funktionär der Kinderfreunde und versuchen dann Spiralos zu gewinnen. Auf sehr unkonventionelle Art, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Wie gesagt, es ist eine hervorragende Konstruktion und ich hoffe, sie wird uns noch gute Dienste leisten bis Weihnachten. Ein wunderbarer Programmpunkt am Wieselburger Adventmarkt ist auch die Wintersonnenwende, die am Samstag, den 17. Dezember stattfindet. Um 17.30 Uhr gibt es einen Fackelzug, wo wir mit der Stadtkapelle durch die ganze Stadt marschieren. Anschließend sind wir hier am Adventmarkt und entzünden den Feuerkorb. Hier steht er rechts von mir. Da gibt es dann zur Wintersonnenwende ein schönes Feier. Und anschließend kommen noch die Wieselburger Zwieselteufel, die einen tollen Weihnachts- oder einen Berchtenlauf veranstalten. Wieselburg hat den einzigen Adventmarkt, wo es ein Kinderprogramm gibt an allen Öffnungstagen. Und da sind wir, glaube ich, einzigartig weit und breit. Es ist bei uns immer was los, noch dazu im Ambiente des wunderbaren Schlossparks. Das ist das Besondere hier in Wieselburg.